So, hallo, herzlich willkommen bei Nerd Navigator, wieder zu einem neuen Video. Ich habe mir heute gedacht, ich mache mal ein Video, was ich überhaupt mit meinem Kanal erreichen will, was ich vorstellen will generell, was für euch zu sehen ist auf diesem Kanal, und dementsprechend schaut euch jetzt zuerst einmal mein neues Intro an. Bei den Reviews stehen im Vordergrund die Dungeons & Dragons Werke bei mir auf diesem Kanal. Ich will euch da eben im Vorhinein schon bei englischen Werken darauf aufklären, was kommt auf euch zu, was wird darin vorgestellt, wie ist die Lore, gibt es Abenteuer, werden neue Klassen vorgestellt, werden sogar neue Rassen vorgestellt, welche Vorteile, welche Nachteile haben die ganzen neuen Vorstellungen, ist es überhaupt wertvoll, so ein Buch als Dungeon Master zu lesen, ist es gut, es als Spieler zu lesen, und generelle Einschätzungen meinerseits, was ich für gut, was ich für schlecht halte an diesen Werken jeweils. Weiters will ich in den Reviews aber auch eingehen auf sogenannte One-Shot-Systeme, wie zum Beispiel Honey Haste oder Who the Fuck is John, diese zwei kleinen Partyspiele, die es ja auch zirkulierend gibt mittlerweile im Internet. Ich will auch eingehen auf die Figuren, die es neuerdings gibt von WizKids und Nolsus Marvelous Unpainted Minis, die herausgebracht wurden für die Dungeons & Dragons Lore, die es aber auch für Pathfinder eben verwendbar sind, oder wo es auch die eigenen Pathfinder-Figuren gibt. Für Splittermond kann man die natürlich auch verwenden und für andere Rollenspielsysteme, das Schwarze Auge. Und zu denen will ich eben auch einmal kurze Reviews geben, wie ist so ein Booster überhaupt aufgebaut, das man erwerben kann im normalen Handel, was ist drin, lohnt es sich so etwas zu kaufen, wie kann man die Figuren verwenden, wie ist die Detailgenauigkeit und weiteres. Der zweite Punkt der Charaktererstellung ist für mich eben ein wichtiger, weil ich mir gedacht habe, dass ich lese jetzt in letzter Zeit von vielen Leuten, die einfach posten, dass sie neu sind im Rollenspiel und dass sie gerne Tipps hätten dafür. Bei der Charaktererstellung geht es mir aber nicht darum, dass ich helfe, einen Charakterzettel auszufüllen, sondern dass ich von mir Entwürfe zu verschiedenen Charakteren poste, die bei mir in den Spielen vorkommen, wenn ich der Spielleiter bin, also zu diversen NPCs oder Nicht-Spieler-Charakteren, die einfach in meinen Spielen vorkommen. Zum Beispiel Draupnir Steinbeißer oder Grimnir Mondklinge oder andere Kreaturen, die einfach, oder Humanoide besser gesagt, die in meinen Geschichten vorkommen als NPCs, mit denen die Spieler agieren. Weil ich mir gedacht habe, es ist interessant, ich kann mal zeigen, wie ich sie darstelle, wie ich versuche, mit der Mimik etwas zu machen bei ihnen, wie meine Stimme sich ändert, wie ich versuche, generell durch meine Körperhaltung sie zum Leben zu bringen. Und das ist dann für Spielleiter, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, oder wenn jemand sagt, hey, den Charakter hält er für eine schöne Idee, dass er den ändern kann und in sein Spiel übernehmen einfach. Das wäre eben der Punkt, der mir hier wichtig ist, um anderen einfach sozusagen Ideen zu geben für Charaktere, die einfach lustig sind für den Spielleiter zum Spielen und vielleicht auch manche schöne Entscheidungen für die Spieler bringen. Der dritte Punkt, die Kickstarter-Projekte. Ich liebe Kickstarter einfach, weil immer wieder schönes Zeug bei Kickstarter herauskommt. Hier habe ich in letzter Zeit auch schon einige Sachen erworben, die ich dann vorstellen will. Es gibt ja auch Sachen mittlerweile regulär zu erwerben, wie zum Beispiel das Deck of Many Things, wo es die Monster-Cards gibt, oder die Animated Spellbook-Cards mittlerweile. Und in diese Richtung möchte ich eben gehen mit den Kickstarter-Projekten, dass man euch einfach vorstellen kann, was kommt Neues bei Kickstarter, was kann man sich davon erwarten und rentiert es sich, oder wie kann ich das dann, wenn ich es erworben habe, in meine Spiele einbinden. Der vierte gute Punkt, die Diskussionen. Hier geht es mir einfach darum, weil ich auch merke, dass in vielen Spielen, wo ich schon dabei war, oft Regeldiskussionen einfach aufkommen, wie man jetzt zum Beispiel etwas auslegt, wie man etwas genau machen kann, ob es 1:1 zu übersetzen ist, weil viele im Englischen spielen, vom Englischen ins Deutsche, steht im Deutschen anders da tatsächlich, haben die das schlecht übersetzt. Um so etwas geht es mir einfach, wie geht zum Beispiel der Sage Advice davon aus, wie löst Sage Advice diese Probleme, dass man einfach auf kleinere Regeln Probleme, die man stößt sozusagen, oder einfach Auslegungsverschiedenheiten, dass man die einfach mal kurz durchdiskutiert in einigen kleineren Videos und das dann Einblick gibt in die Problematik und in die Lösungen, die gefunden werden können. Ja, und zu guter Letzt die DM-Tipps. Natürlich muss ich sagen, ich bin noch kein hervorragender DM. Nehmen wir mal Matthew Mercer, das Niveau wird kein anderer erreichen von uns.
Aber man kann ja versuchen, in die Richtung zumindest zu kommen und seinen Spielern ein wundervolles Erlebnis zu bieten. Und hier will ich dann einfach Tipps geben, wie zum Beispiel, wie gestalte ich mein Dungeon Master Screen, wie kann ich besser tracken, wer im Kampf wann dran ist, wie mache ich das mit den Lebenspunkten, wie bereite ich alles vor, wie versuche ich dann Charaktere eben zu entwerfen oder wie plane ich meine Abenteuer einfach nach welchen Grundsätzen. Dazu würde ich den fünften Punkt eben nutzen, um Videos zu dieser Thematik bzw. zu diesem großen Bereich zu machen.